Wann verbrenne ich Bauchfett? Fragst du dich das auch? Dann bleib jetzt dran. Ich erkläre dir, wie das funktioniert. Machen wir zuerst noch das Herz rot und lass das Plus verschwinden. Dein Körper verbrennt Bauchfett, sobald er mehr Energie benötigt, als er aufnehmen kann. Genauer gesagt bedeutet das, wenn du in einem Kaloriendefizit bist. Das ist natürlich nicht der einzige Weg, um dein Bauchfett zu verlieren. Es gibt auch andere Wege, aber das ist der Hauptfaktor. Und ich sage dir jetzt, wie du ein Kaloriendefizit bekommen kannst. Die zwei wichtigsten Faktoren, um ein Kaloriendefizit zu bekommen, ist natürlich erstens die Bewegung und zweitens eine gesunde, ausgewogene, Low-Carb oder ayurvedische Ernährung. Meine Empfehlung für dich. Du solltest auch darauf achten, dass der Körper nicht nur Kohlenhydrate verwendet, sondern auch Proteine und Fette als Energiequelle benutzt. Wenn dein Körper nicht genügend Kohlenhydrate bekommt, dann baut er die Glykogenreserven aus der Leber und aus den Muskeln ab. Und das ist gefährlich. Deswegen ist es tatsächlich effizienter, Fett als Energiequelle zu nutzen. Wenn du wissen willst, wie du schneller in den Fettstoffwechsel kommen kannst, dann schreibe Info in die Kommentare.